Eine weitere, vielleicht noch schlimmere Gefahr drohte von den Leuten, die das Wetter gemacht haben. Sie konnten mit schrecklich großen Satellitenmaschinen bestimmen, wo die Sonne zu scheinen hatte oder wo es regnen sollte oder hageln. Unglaublich, habe ich recht. Aber dann kam es richtig deftig. Die Nordgruppe, die gerade an der Regierung war, wollte der Südgruppe, die in der Opposition war, eine Lektion erteilen. Sie schaltete ihnen das Sonnenlicht ab und kippte eimerweise Regen über sie. Aber die Erde ist ein empfindlicher Planet und ihr ökologisches System geriet dadurch durcheinander. Da, wo die Häuser standen, schwammen Fische. Die Stiere wurden wie Fliegen umgepustet. Die Ratten haben sogar die Hosen weggefressen. Eine Katastrophe jagte die andere. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir haben aus den Fehlern gelernt, man darf mit der Erde nicht spielen. Die Menschen werden entweder menschlich bleiben oder untergehen.